Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich mache nach längerer Zeit mal wieder eine Tierlist. Und zwar zu allen Paladin-Champions tatsächlich. Wichtig ist dazu sagen, ich werde die, naja, so nach Klassen quasi ordnen. Also ich kann halt schlecht zum Beispiel, keine Ahnung, eine Tyra zum Beispiel mit einer Furia vergleichen. Da gibt es halt keine wirklichen Punkte, wo man die vergleichen kann. Naja, gut. Als erstes hätten wir einen Andraxis. Andraxis, ja, was soll ich weiter dazu sagen? Ich würde den immer noch auf S packen, tatsächlich. Einfach, in meinen Augen, einer der stärksten Flanker, die es zurzeit in diesem Game gibt. Obwohl, vielleicht doch auf... Nee, ich lasse ihn auf S. Der nächste Champion ist Ashe. Ashe kann sehr stark off sein. Die hat halt ihren Schild, was so vorfährt. Und die hat halt ihren Rückstoß und kann ihn ganz gut aushalten, aber... Ich packe die erstmal auf B. Ich glaube, auf B ist die ganz gut aufgehoben. Vielleicht kommt die später auf A, aber an sich wollte ich die auf B packen. Kommen wir zu Atlas. Ja, zu Atlas brauchen wir nicht viel sagen. Wenn man den richtig spielen kann, ist der halt sowas von S. Der kann Leute zurücksetzen. Wenn man die richtig spielt, kann man einfach so nervig sein. Zum Beispiel Terminus, wenn der ultet, einfach gleich nach der Ulti seinen Zurücksetzen draufhauen, ist einfach instant wieder tot. Setzt einfach die Ulti wieder zurück, was halt extrem nervig ist. Wenn man den nicht kann, dann ist der hier. Da kann der quasi einfach der sechste Gegner sein. Da kann einfach die Ultis von Teammates versauen und so weiter. Ja, ich packe ihn aber auf S. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ein guter Spieler ihn spielt. Als nächstes ist Barrick. Der wurde ja wieder genervt vor kurzem. Da hat er wieder... wie viele Patches ist das her? 2, 3? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, an sich ist er halt ein sehr starker Point-Tank. Der hat sein Schild, was ziemlich viel aushält. Die Kanonen können viel ausrichten und auch die Ulti... kann ganz gut aushalten und um den Punkt vielleicht sogar mit stark dabei helfen, den zu übernehmen. Dementsprechend kommt der für mich auf A. Der ist in meinen Augen besser als Ashe. Wobei Ashe halt eher der Off-Tank ist und relativ schwer zu... Ich pack ihn auf A. Als nächstes kommt Bomb King. Ja, Bomb King kann extrem viel Schaden machen. Vor allem, wenn er zum Beispiel das Ding hat, wo, wenn man mehrere Bomben an einen anheftet, einfach die immer mehr Schaden machen. Da kann er einfach mal eine Jaguar fast one-hitten. Der kann halt auch Leute stunnen, betäuben und noch richtig viel Schaden drücken. Die Frage ist jetzt nur, wo packe ich den hin? Ich wollte den eigentlich, ehrlich gesagt, fast schon auf A packen. Ich würde den aber eher hier so dazwischen packen, wenn ich... Ich bin jetzt die Frage, ob ich ihn auf A packe oder... Ich packe ihn erstmal auf B. Ich glaube, auf B ist der ganz gut aufgehoben. Als nächstes kommt Buck. Buck ist einfach scheiße. Vor allen Dingen jetzt, wo jetzt jeder Counter-Rise hat, sein Hauptziel ist einfach, sich selbst zu heilen und damit das Schrotflinte drauf zu schießen. Das Problem ist halt nur, jeder hat Ausbrennen. Und wenn dann halt erstmal die 90% kicken und dann, keine Ahnung, so eine Fury um die Ecke kommt, voll aufgeladen, du hast quasi keinen Selbstheal und die knallt dich da einfach weg, bist einfach tot. Dementsprechend kommt der für mich auf D. Als nächstes kommt Cassie. Ja, gut, was soll ich zu Cassie sagen? In meinen Augen zurzeit der stärkste Damager, den es in diesem Game gibt. Die macht einfach absolut viel Schaden. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die kommt sowas von auf S. Als nächstes haben wir Corvus. Corvus kann sich teleportieren, macht ganz okay Schaden. Seine Ulti ist so also meh. Der hat nicht viel mit Healen zu tun. Und der kann halt bis zu 3 Leute gleichzeitig healen. Und dann vielleicht noch sowas wie Selbst-Heal-Buffs und so einen Scheiß geben. Kommt auf die Konstellation des Teams an. Wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, 2 Flanker drin sind, dann packst du die 2 Marken, die du mit den Talenten hast, einfach auf die Flanker drauf und healst die ganze Zeit den Tank und die Flanker mit, da kann da durchaus ein B sein. Ich finde, zur Zeit ist der vom Heal her nicht so stark, vor allem 90% Counterize ziehen halt sehr stark nach unten. Als nächstes haben wir Dredge. Ja, Dredge ist extrem stark, was soll man noch dazu sagen? Vor allem auf die, ich weiß nicht, wie die eine Map heißt. Da, wo so, wenn man den Punkt einnimmt, das Tor so aufgeht, da macht der so viel Schaden und ist einfach unlustig. Der ist da nahezu nicht zu töten und haut so einen Schaden raus, dass der für mich auf jeden Fall auf A kommt. Der macht wirklich einen Heidenschaden. Der nächste ist Draugos. Ja, auch für Draugos gilt, der ist extrem stark. Auf offenen Maps ist er nicht so stark, weil er weggesnappt werden kann. Der ist quasi gegen alle Sniper aufgeschmissen. Wenn da so eine gute Kinesse am Gegnerteam ist oder eine gute Lian, wird er einfach aus der Luft gesnappt und ist einfach unglücklich. Vorteil von ihm ist natürlich, er kann sehr viel Schaden raushauen, hat eine One und Ulti und ist sehr mobil. Ich würde ihn aber trotzdem schlechter als Dredge packen, also auch auf B. Ich glaube, ich lasse ihn auf B, auch wenn er sehr mobil ist. Als nächstes haben wir Eevee. Eevee ist extrem stark, wenn man sie spielen kann. Die ist halt ziemlich schnell unterwegs, macht sehr, sehr viel Schaden an sich, wenn man hittet. Ja, wie gesagt, ist ja mobil, kann sich kurz in diese Eisblock packen, gegebenenfalls auch healen, falls man das möchte. Oder kann sich halt auch ganz hin und her teleportieren und die Ulti slowt auch noch wie sonst was. Also an sich wäre die auch fast schon S.
Doch, gibt's halt kaum wirklich jemanden, die sie spielen kann, deswegen ist irgendwie oftmals gar kein Problem. Ich weiß nicht, ich pack die auch mal auf A. Ich würde die durchaus trotzdem noch schlechter als Androxus einschätzen, auch wenn es so ein bisschen auf die Situation ankommt. Der nächste ist Fernando. Fernando ist ein sehr solider Point Tank, den würde ich auch auf A packen. Der hat ein Schild, was extrem viel aushält, ist relativ mobil mit seinen F und kann auch ganz gut Damage drücken mit seinem Feuerball und seinem normalen Flammenwerfer. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Sein Ulti kann halt ihn und seine Verbündeten drumherum einfach unsterblich machen, was halt in vielen Situationen sehr doll helfen kann. Außer natürlich ist so ein Arinos und ultet einfach nur die ganze Zeit für sich selbst, dann sind die Vorteile eher niedrig, aber naja, was will man machen? Als nächstes haben wir Furia. Furia ist auch ganz nett. Protonen liegt auf ganz nett. Damals war die extrem stark. Die hielt halt mit einmal mit einem Rechtsklick 1000. Das Problem ist halt gerade wirklich diese Charakterisänderung, die sich einfach vollkommen zunichte macht. Die wäre durchaus ein A gewesen, aber durch die Charakterisänderung kann die nicht mehr sonderlich viel healen und kommt da für mich auf B. Natürlich hat die noch ein Ulti, wodurch man halt die ganze Zeit nur krittet und auf den Schaden rausballert. Was halt sehr unlustig für Gegner sein kann und durchaus das Match umdrehen kann. Aber ansonsten ist sie halt mittlerweile nicht mehr so stark durch die Charakterisänderung. Als nächstes haben wir Grog. Ich mag Grog. Grog macht an sich Spaß zu spielen. Der kann ganz gut Damage raushauen. Und deswegen kommt er auch für mich auf C, weil Damage zu spielen ist ganz nett. Der kann dann sehr viel Schaden raushauen. Also wenn das Gegnerteam zusammensteht und die Kugeln die ganze Zeit durchrotieren, kann das sehr, sehr schmerzhaft werden für Gegner. Healer ist aber ein klares Stay. Da kann man nicht so sagen, ja, Heal ist halt absolut gering und das, ja, ich bin halt absolut immer unglücklich, wenn ich ein Grog im Team habe. Aber mein Team kann natürlich glücklich sein, wenn ich Grog spiele, weil Grog ist OP, wenn ich ihn spiele. Als nächstes haben wir Grover. Grover hat einen Vorteil und zwar, der kann halt die ganze Zeit alle um sich drumherum healen und healt auch relativ viel mit einem Rechtsklick. Problem auch in dem Falle ist wieder diese Counter-Rise-Änderung, die ihn einfach runterzieht. Und der hat halt noch eine Ulti, mit dem er extrem schnell voll healen kann, sein ganzes Team, was drum rumsteht. Ich pack den auch mal auf B. Als nächstes haben wir Imani. Ich weiß halt echt nicht, warum so wenige Imani spielen. An sich ist sie voll stark. Die kann slowen, die kann sehr viel Schaden rausholen und auch der Drache kann sehr viel rausholen, wenn sie zumindest verteidigt wird. Dementsprechend ist für mich die Gutste auch ein A. Die macht halt extrem viel Schaden. Ich feiere einfach viel Schaden. Inara. Ja, zu Inara gibt es jetzt auch nicht mal viel zu sagen. Die Inara baut eine Wand auf, kann Leute quasi, ich glaube, krüppeln heißt es. Ich steig da nicht durch, was krüppeln, was verlangsamt ist. Ich steig da nicht durch. Auf jeden Fall kann sie das auch noch machen. Hält extrem viel aus. Dementsprechend kommt die für mich wie Barrick und Fernando auf eine Stufe auf A. Als nächstes kommt Ayao. Damals, vor der Änderung mit Luna, war die halt ein klares S gewesen. Meine Luna konnte einfach die Punkte quasi einnehmen und die Tanks konnten einfach vorrennen und die Gegner vernichten. Das war halt extrem geil. Leider gab es diese Änderung, dass Luna das nicht mehr kann. Die kann sich halt immer noch ganz gut verteidigen mit Luna und kann auch ganz gut mit ihren Rechtsklick heilen. Dementsprechend kommt die für mich auch auf B. Vor allem, weil die halt nicht wie die beiden hier sofort healt, sondern so auf Zeit und dementsprechend Counter-Rise nicht so dolle kickt. Als nächstes kommt Janice. Janice war mal ziemlich stark. Die haben den Heal wieder angehoben, aber die haben, glaube ich, oh, was war das? Ich weiß nicht mehr, irgendwas gedebufft wieder. Ich glaube, das war Geschwindigkeit oder war das Damage? Ich glaube, nee, warte, wie schnell der schießt. Irgendwas hat die auf jeden Fall geändert, wodurch Damage auch nicht mehr so geil war. Damager war der halt damals ziemlich stark. Mittlerweile ist er auch so meh, kann halt Leute theoretisch gesehen auch noch krüppeln mit seinem einen Talent, was sehr nervig ist, wenn man Vora, Wart oder sonst wen spielt. Aber da sein Heal nicht sonderlich stark ist und ich ihn nach seiner Klasse bewerten möchte, packe ich ihn auf C. Obwohl, der ist eigentlich schlechter als Korb, ist mehr hier so dazwischen, aber ich würde nicht auf Stufe mit Grog packen. Der kommt auf C. Als nächstes kommt Khan. Khan, meinen Augen zurzeit, der stärkste Off-Tank. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Er kann Leute ulten und einfach instant-one-hitten auf manchen Maps. Oder halt auch einfach Leute rausziehen, anheben. Das ganze Team kann einfach drauf schießen, ohne dass der quasi was dagegen machen kann. Der kann jetzt seinen F-Leute da hinten werfen, zum Beispiel sein Team werfen, um die alle zu töten. Oder um, keine Ahnung, irgendwie das Team zu werfen, der dann das ganze Team tötet. Ja, schon öfters passiert. Der hat ein Schild, was man aufladen kann. Ich werde ihn auch auf A packen. Ich würde ihn nicht auf die Stufe mit denen hier packen, aber da ein ganz klares A. Mehr so SA hier so dazwischen. Oder AS. Kinesa vorhin schon angesprochen, die ist extrem stark, die drückt extrem viel Schaden. Die ist auch relativ mobil mit ihren F, wo sie durch sich teleportieren kann. Und auch mit der Ulti macht die extrem viel Schaden, dementsprechend würde ich hier auf A packen. Wenn man die richtig spielt, wenn man die nicht richtig spielt, dann so auf B. Aber wenn man die richtig spielt, ist die sowas von A und nicht gekillt. Vor allem, wenn sie nicht gekillt wird, bist du als Damager
als Flanker, nicht als Flanker, als Tank oder sonst was, einfach unglücklich. Als nächstes kommt Koga. Ja, Koga ist auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, Koga kann an Wänden noch klettern. Koga kann ganz gut Damage drücken. Für mich ist er auch mehr so ein B. Ich meine, die Ulti ist ganz nice, wo er sich so dreht und viel, sehr viel Schaden in der Mitte macht. Aber ansonsten, wirklich was Besonderes hat er nicht. Also kommt er für mich auf B. Als nächstes kommt Lex. Lex ist langsam. Lex macht ganz okay Schaden. Hat eine Auto-Aim-Fähigkeit. Die Ultis sind so geil. Im Gesamtpaket ist er eher so ein C. Ich weiß nicht, wenn Lex im Gegner-Team ist, freue ich mich eher. Bei einer Eevee oder einem Ruxt habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil ich denke, wenn die gut spielen, bin ich ja vernichtet. Lex denkt mir so, ja gut, da ist halt ein Lex. Also kommt er auf C. Als nächstes kommt Lian. Lian hat ihren ekelhaften Auto-Aim, der immer noch absolut nervt. Hat eine Ulti, die relativ viel Schaden... Ja gut, die macht sehr viel Schaden an sich. Also wenn man die richtig spielt, kann man sehr schnell ulten und das macht einen einfach absolut unglücklich. Die kann halt theoretisch auch mit der einen Talent absolut snipen, wo die glaube ich 1600 Damage macht, ich weiß es nicht. Also die macht sehr viel Schaden, Auto-Aim ist nervig, also kommt die für mich auch auf A. Als nächstes haben wir Maeve. Maeve ist schnell, Maeve macht sehr viel Schaden und Maeve kann sich selbst healen und kann theoretisch gesehen, nein nicht theoretisch gesehen, was laufe ich, der kann halt Leute blind machen. An sich ist das ein sehr starkes Kit. Ja, es ist ein ziemlich starkes Kit. Ich würde die halt so ein bisschen so dazwischen packen. Ich würde die nicht auf eine Stufe mit Eevee stellen. Ich würde die aber auch nicht auf die Stufe mit Koga stellen. Also ich würde ganz gerne hier so dazwischen packen. Ich packe die jetzt einfach mal erstmal auf A, weil die ist halt schnell, macht sehr viel Schaden und kann sehr, sehr nervig sein, wenn man die gut spielt. Darauf liegt halt die Betonung. Als nächstes haben wir Makoa. Ja, Makoa kann halt theoretisch gesehen auf Schild Reset gespielt werden, was sehr nervig ist. Da kann man halt entweder sich dazu entscheiden, das Schild komplett sehr schnell zu zerstören, aber er stellt es halt instant wieder auf, oder man lässt es halt einfach und geht zu ihr hin. Also zur Schildgröße. Was meistens halt auch nicht so gut ist, weil das Gegnerteam kann halt weiterhin durch das Schild schießen. Und mit ihren Hooks kann die halt auch extrem stark sein, diese gute Schildgröße. Dementsprechend kommt die für mich auf A. Manchmal, in manchen Situationen kann die halt auch immer auf S stehen, wenn sie halt einfach hookt und dann einfach tot ist. Ich hatte mal eine sehr gute Schildgröße im Gegnerteam. Die hat mich 24-7 gehuckt, egal wo ich war, und dann war ich halt einfach unglücklich. Als nächstes kommt Maldamba. Ja, was soll man zu Maldamba sagen? Für mich ist der gutste in S. Ich meine, der kann mit seinem Reload einfach Leute stunnen. Wenn man das trifft, dann bist du quasi dauergestunnt. Dazu macht er noch ganz gut Damage und kann auch noch sehr stark healen. Das ist in meinen Augen zurzeit der stärkste Healer. Also packe ich den auf S. Als nächstes kommt Moji. Moji ist auf manchen Maps ganz stark. Ich weiß nicht, wie die einzelne Map da heißt. Diese Map mit diesem großen Gebäude in der Mitte und den zwei Gebäuden am Spawn. Wo man auf so einer Erhöhung steht beim Spawn, wenn man da rauskommt. Ich weiß nicht, wie die Map heißt. Map-Namen weiß ich überhaupt nicht. Dementsprechend kommt Moji für mich auf C, weil er auf manchen Maps ganz... Moji ist ja weiblich. Ja, auf manchen Maps ist Moji ganz stark. Auf den meisten ist er einfach scheiße. Dementsprechend kommt er mich auf C. Als nächstes kommt Octavia. Octavia ist auch so ein Champion, bevor ich absolut gar keine Angst habe. Also Octavia ist da, denke ich mir so, juckt mich nicht, ist mir scheißegal. Die kommt für mich auch auf C, ist nicht auf die Stufe mit denen, aber ja, ihre Passives sind jetzt nicht so stark. Die haben das Game nicht revolutioniert. Ihre Ulti ist halt sehr random. Manche Situationen kann die auch auf B sein, aber eher tendiere zu C. Kommen wir zu Pip. Pip ist stark. Also viele unterschätzen Pip. Pip kann ziemlich stark healen, wenn er auf Sanitäter spielt und die ganze Zeit einen mit seinen Schießen halt einfach heilt und dann auch auf Reload Speed geht, der kann nicht so schnell voll heilen. Und seine Ulti, wo er Leute in Chicken verwandelt, ist auch noch sehr nervig und kann auch mal ganz schnell so ein ganzes Game quasi umdrehen. Also zum Sieg des Teams, also packe ich den auf B. Ich würde den nicht auf A packen mit den hier stellen, aber auf jeden Fall auf ein B. Als nächstes kommt eine Roam. Roam ist ein ziemlich starker Off-Tank. Ich würde den nicht auf die Stufe stellen mit Khan, aber der ist halt schnell, kann sich mit viel Schaden drücken, wenn er hat 500 Schuss im Magazin, kann sich auch noch sehr stark selbst ziehen und hat auch noch ein Schild. Obwohl, der könnte doch durchaus auch ein A sein. Ich würde den eher so auf B, A packen, aber ich packe den jetzt in dem Fall einfach mal auf A, weil der an sich ziemlich stark sein kann. So liegt auf kann. So, als nächstes kommt Ruckus. Ruckus ist auch ziemlich stark als Off-Tank. Der kann halt, wenn man den richtig spielt, durchaus auch mal ganz schnell ein S sein. Aber man muss ihn halt richtig spielen und das ist halt sehr selten der Fall. Das Ding ist halt bei Ruckus, der ist extrem schnell. Das ist ein F, wenn man die richtig spielt. Der kann über die ganze Map jumpen. Der kann auch sehr schnell flüchten, macht sehr viel Schaden. Ich pack den auf A. Als nächstes kommt Zarus. Auch Zarus ist hart betroffen von der Code-Res-Änderung, wie halt jeder Healer.
Was ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Cowboys-Änderung kein bisschen. Ich mag die überhaupt nicht, die nervt einfach nur. Damals mal ein klares S, mittlerweile nur noch ein A. Die Cowboys-Änderung kickt zu sehr rein. Man kann die zwar noch ganz gut auf Damage spielen, da drückt die noch gut, aber ist auch nicht mehr so besonders. Also ich packe die auf A. Weil das A ist immer noch solide, aber die ist halt nicht mehr so stark wie damals. Als nächstes kommt Chalin. Ja, Chalin damals absolut overpowered und damals auch ein S, mittlerweile auch genervt, nicht mehr allzu stark. Allerdings drückt er immer noch sehr viel Schaden, kann Leute stunnen und wenn man richtig spielt, kann er sehr nervig sein. Also packe ich den Guten auch auf A. Als nächstes kommt Sky. Ja, Sky ist scheiße. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Damals hatte die ja noch ihre Heal-Fähigkeit oder konnte die mal ganz schnell so ein A sein, weil die extrem viel geheilt hat. Mittlerweile haben sie auch das Heal-Talent einfach zerstört quasi. Also auch nutzlos geworden. Ja, Damage drückt hier nicht allzu viel, außer natürlich, man spielt auf Controller und der Controller zielt mit seinem Auto absolut krank auf den Kopf, dann tut das natürlich weh. Ansonsten ist die halt nicht so geil, nicht auf der Stufe wie Bug, obwohl doch eigentlich schon auf der Stufe. Ich pack die auch freundlicherweise nochmal auf C. Ganz freundlicherweise packe ich sie noch auf C, mehr ist sie so ein DC. Als nächstes kommt Strix. Ja, Strix ist auch ein Sniper und kann auch extrem stark sein. Der Vorteil gegenüber Kinesa ist halt, dass der deutlich schneller schießen kann. Allerdings würde ich trotzdem Kinesa als noch stärker einschätzen als Strix. Das liegt halt vor allen Dingen an Strix' Fähigkeiten. Ja, der kann sich unsichtbar machen, aber außerhalb von einem Battle gegen Kinesa ist das jetzt nicht so wichtig und so stark. Ein guter Flanker kann trotzdem mal ahnen, wo du hinläufst oder halt kommt sich einfach Erleuchtung, dann ist es halt einfach nutzlos. Essig-Fähigkeiten sind auch nicht so geil, der wäre halt so ein A-B, würde ich schätzen. Aber da er auf jeden Fall schlecht ist als Kinesa, packe ich den Guten auf B. Als nächstes haben wir Talus. Talus ist ziemlich schnell, Talus kann ulten, kann mit seiner Ult halt über die ganze Map teleportieren und theoretisch gesehen auch instant das Gegnerteam dismounten, was extrem nice sein kann. Allerdings, das Problem bei dem ist einfach, der ist halt extrem langsam und ist auch relativ schnell tot. Der kann sehr viel Schaden drücken, wenn er mal ganz kurz alleine ist. Aber ansonsten hat er durchaus Probleme gegen so 2-3 Leute. Oder auch teilweise schon gegen manche einfach, wenn er einzeln dasteht. Deswegen kommt der Gutste für mich auch auf C. Der nächste ist Terminus. Terminus ist an sich ziemlich stark. Man, der kann sich wiederbeleben, hat eine Axt, mit der er Leute auf den Nischel hauen kann. Ja, kann halt den ganzen Damage einfach absorbieren, was sehr gut sein kann. Gegen eine Kinesa zum Beispiel. Nimmst einfach den ganzen Schaden auf und schießt dann einfach per Splitter, wie heißen die? Splitter, was auch immer, einfach zurück. Das Problem, was der halt hat, er ist halt reiner Nahkämpfer. Meine, ja, der kann die Splitter nach vorne schießen, aber ansonsten ist das halt so, Ich weiß, der ist schlechter als Kader-Einordnung, also packe ich den noch auf B, aber der ist auch mehr so A, B. Tiberius, damals ziemlich OP durch sein Selfie, mittlerweile Counter-Rise-Änderung und halt auch noch, ich glaube, Nerf kam auch noch. Ist der nicht mehr so geil, damals auch ein S wie Shalin und Cyrus, mittlerweile durch die Couchless-Änderung und den Heal-Nerf wollte ich den auf A packen. Torwald, ich weiß nicht, mit dem letzten Buff wollten die da anscheinend so Damager transformieren. Er ist halt scheiße. Ja, sein Schild ist jetzt, was er vergeben kann, ist nicht so stark, das Annullieren ist so, ja, ist okay, ist halt da, kann sehr nervig sein, aber ja. Gut, der kann theoretisch gesehen mit der Ulti alle runterkicken, aber ist auch nichts Besonderes. Torwald sollte halt unbedingt wieder sein Schild von damals bekommen, also ich weiß gar nicht, was er gegeben hat, 900 Schild oder sowas? Das war viel, viel besser. Als nächstes haben wir Tyra. Tyra ist extrem stark. Das soll ich dazu sagen. Die macht extrem viel Schaden. Leider krüppelt ihre Brandbomben nicht mehr, was sie auf jeden Fall genervt hat. Aber immer noch, Brandbomben macht unsagbar viel Schaden. Ihre Bomben machen noch unsagbar viel Schaden. Ja, die ist halt einfach stark. Die kommt auf A. Als nächstes haben wir Viktor. Viktor ist ziemlich solide und wohl wahrscheinlich der leichte, na gut, der zweitleichteste Champion. Vivian ist noch leichter. Kann extrem viel Schaden austeilen, Granaten können nervig sein. Für mich ist der ein B. Der ist ganz solide, der ist in der Mitte, der ist, den kann man immer wieder spielen. Ich meine, der hat einen Rambo-Skin, der muss einfach solide sein. Ja, gut, was anderes kann ich dazu halt nicht sagen, ja. Sollte defragmentiert werden, dieser Champion sollte einfach aus diesem Spiel verbannt werden. Was anderes kann ich dazu nicht sagen, das sollte weg, das Vieh. Als nächstes haben wir Vora. Vora ist auch ziemlich stark. Problem ist halt auch da wieder Counter-Änderung. Das kickt halt einfach rein. Das Selfie ist einfach weg nach der Zeit. Also sobald da irgendwie Zeit vergangen ist. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass sie extrem stark genervt wurde. Ihre Projektile sind jetzt kleiner, das heißt, du musst besser aimen. Und zusätzlich wurde ihre Ulti quasi kaputt gemacht. Zum Abhauen taugt die gar nicht mehr, weil die ist dann halt weg. Ich würde die halt auf so A, B setzen mittlerweile. Damals mal war es mal ein S, da hat die extrem viel gedrückt. Mittlerweile ist sie so ein A für mich. Als nächstes haben wir Willow. Willow kann sehr viel Schaden drücken. Und die kann auch sehr nervig sein mit ihrer Dead Zone, einfach hier abdrehen komplett. Ich würde die auch auf A packen, vor allem die kann halt fliegen von oben halt und mit im Momentschuss so viel Schaden drücken.
Das ist halt einfach wirklich unlustig. Dementsprechend kommt die für mich auf A. Das ist ein sehr starker Damager und ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes kommt die Yaugraph. Ja, das kann ich auch nichts anderes sagen, außer das hier. Soll halt defragmentiert werden. Das Ding ist einfach eine Wuchtbrummel, die auf dem Punkt steht und einfach nur Platz wegnimmt. Und dir die Luft wegatmet. Mehr macht das Ding nicht. Schaden ist nicht besonders hoch. Ja, gut, so Mobility, die hat quasi keine, kann sich an sich nicht richtig bewegen. Außer sie wandelt sich halt um in diese und rollt sich halt ein und rollt dann da lang und ist dann tot. Ist halt Müll. Ich bin absolut unglücklich, wenn ich eine Yaugraph im Team habe. Ne, Ying, auch hart getroffen von der Counter-Ross-Änderung, weil ihr Haupt-Heal-Ding ist halt einfach dieser Rechtsklick, also dieses zerstörende Spiel, womit sie 700 healt. Durch ihre Ulti ist sie immer noch besser als Corvus und so weiter, also ich auf B packen, aber auch mittlerweile nicht mehr allzu besonders. Ich muss sagen, dass die Teals mittlerweile ziemlich voll wird durch die ganzen Champions, die gekommen sind. So, Zinn. Zinn ist mobil, Zinn kann ganz gut Damage drücken, also Zinn ist mobil mit dem richtigen Deck. Auch hier wäre da so ein Fall für mich für AB. Der kann halt extrem stark sein, auch wenn seine Ulti halt sehr stark genervt wurde. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, den auf A zu packen, aber irgendwie will ich ihn dann doch nicht auf A packen. Ich packe ihn mal auf B hier ganz vorne, weil der halt wirklich dazwischen steht. Als nächstes kommt Vatu. Ja, Vatu ist extrem stark. Gut, da bin ich jetzt ein bisschen parteiisch, weil es mein Lieblingschampion. Ja, der ist halt extrem mobil, kann sehr viel Schaden drücken. Sein Selfie ist sehr krass mit F, was allerdings halt auch durch die Couchless-Änderung sehr stark abgenommen hat. Und er kann mit seiner Ulti auch noch Leute stunnen, was mir so oft in so vielen Momenten mittlerweile geholfen hat. Also kommt er für mich, Vatu, auch auf A. Als nächstes haben wir Ray. Ray ist stark. Ray kann kann halt Verbündete einfach unsterblich machen mit ihrer Ulti. Sich mittlerweile nicht mehr, da kriegt sie nur noch 50% weniger Schaden, aber ist auch noch im Rahmen. Die healt auch ganz stark an sich. Auch die Counter-Änderung ist nicht so hart bei ihr. Einfach auf den Grund, dass sie halt nicht instant healt, sondern diese coolen Runden her jumpen. Das Problem ist, das gezielte Healen ist immer noch nicht so geil und ihr Vorteil ist halt auch noch diese Heal abdrehen quasi. Kann auch extrem stark als Second Healer gespielt werden. Dreht einfach den Heal ab und sind die Gegner einfach unglücklich, vor allem so ein komischer hässlicher Wurm. Deswegen kommt die für mich auch auf B. Ohne der Änderung wäre die wahrscheinlich sogar auf A, weil sich unsterblich machen ist halt einfach wild. Also kommt die auf B. Sati, ja gut, Sati ist extrem stark. Sati, also vor allem jetzt nach dem Buff, ihre Fähigkeiten bringen auch endlich mal was. Ihre Pistole ist halt, wie damals schon gesagt, extrem stark, die macht sehr viel Schaden damit. Für mich ist die immer noch kein S, für mich ist sie so auch so dazwischen, die ist nicht auf der Stufe mit Cassie, aber auf jeden Fall ein ziemlich solides A. Als nächstes kommt Azan, ich muss halt sagen, zu Azan kann ich nicht viel sagen, der wurde halt hart genervt. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen und auch nicht gegen ihn gespielt. Damals war der halt so hart ein S, der konnte gefühlt gegen 50 Leute surviven und alles zerstört mit seinem Selfie. Ich habe gehört, dass der immer noch sehr stark sein soll. Also packe ich ihn erstmal auf A. Von dem, was ich gehört habe, soll er extrem stark sein, kann immer noch gegen 2-3 Leute kämpfen, soweit ich weiß, also, soweit mir gesagt wurde. Also packe ich ihn auf A, sollte das nicht mehr stimmen, dann ist er so B. Als nächstes haben wir Seven. Seven ist scheiße. Also anders kann ich zudem nicht sagen, er ist einfach scheiße. Jetzt vor allen Dingen noch mit dem Damage Nerf. Für mich macht er nicht so viel Schaden. Sein Haken hat das Problem, es ist Paladins, Hitboxen sind uncool. Ja, das Unsichtbarkeit-Ding ist auch nicht so geil, weil mit der Haken relativ langsam ist. Da kann er halt ganz nett sein, indem er halt die Leute mit seinen Haken ranzieht und du so ein, ich weiß nicht, voll entladen, wie heißt das? Schnellschuss, glaube ich. Schnellschuss-Deck spielst, wo du einfach alle Munition rausballerst und extrem viel Schaden raushaust. Da kann er ganz nett sein, aber mehr auch nicht. Und jetzt haben wir den neuesten Champion, die Betty La Bomba. Da kann man natürlich auch noch nicht so viel zu sagen, weil ich habe nicht oft gegen sie gespielt oder nicht oft mit ihr gespielt. An sich drückt die halt sehr viel Schaden. Also ihr Schaden, den sie halt teilweise raushauen kann, ist unlustig, wirklich. Also an sich wollte ich die jetzt fast schon auf A packen. Ihr Schaden ist halt so hoch, vor allen Dingen, wenn du halt so ein Team hast, was nah aneinander steht. Das ist halt einfach der zweite Dredge. Deswegen kommt sie für mich auch auf A. Ich habe irgendwie ganz schön viele Champion auf A. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass das jetzt erstmal so meine Tierlist wäre. Ihr könnt ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht an meiner Tierlist ändern würdet. Aber ich möchte auch noch ganz wichtig sagen, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Das hier ist rein meine Meinung. Ich bin kein Pro oder sonst was, das ist mir ziemlich egal. Es ist einfach so, wie ich es empfinde. Ihr könnt da gerne was dran auszusetzen haben oder nicht, ist mir egal. Wie gesagt, ist meine Meinung und damit verabschiede ich mich auch von euch und würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!